Hallo Leute, Louis hier. Diesen Duft, den möchte ich euch auch mitgeben auf dem Weg. Und zwar, das ist ein wirklich, ich habe davon auch nur ein Sample. Ja, ist ein toller Duft. Ja, die Produktion wurde aber leider hier eingestellt. Finde ich schade, weil der Duft ist wirklich, wirklich echt sehr, sehr gut. Erinnert ein bisschen an den DMG. Ja, also, der ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Und zwar, das ist der Michael Kors For Men 2014. Da brauche nur hier ein Sample, ja, den sprühe ich mir ab und zu mal auf, weil der duftet echt wirklich herrlich. Kann man echt nicht sagen. Der ist auf jeden Fall würzig, der ist holzig, okay. Ist ein eleganter Duft, ja, ist elegant und süß und den könnt ihr auf jeden Fall zum Fortgehen benutzen. Produktion wurde eingestellt, ja, aber der ist noch im Umlauf, also den könnt ihr definitiv noch erhalten. Müsst ihr gucken auf irgendeiner Homepage oder so von jemand, der den verkauft, in Läden oder so, denke ich mal, wird es ein bisschen schwieriger sein, ja, den zu bekommen, da ja Produktion eingestellt ist, aber online auf jeden Fall im Markt. Müsst ihr irgendwo mal gucken, ob irgendein Anbieter das für euch eventuell noch hat oder so, müsst ihr die Restbestände durchschnippern. Schon guter Alltagsduft, ja, also nicht nur ein Alltagsduft, der ist frisch, der ist würzig, der ist süß, der ist holzig. Also der hat alle, der bringt alles mit, dass man ihn komplett überall einsetzen kann, ja. Ein guter Alltagsduft, selbst wenn ihr zum Beispiel im Office geht oder so, könnt ihr den gut tragen. Ja, der ist wirklich, wirklich gut. Auch zum Fortgehen, Leute. Zum Fortgehen ist der auch sehr gut geeignet durch diese Süße. Ja, wenn ihr abends irgendwo hingeht, ja, und Haltbarkeit ist auch wirklich ganz okay. Hält hier definitiv 2,5 bis 3 Stunden durch. Nach diesen 2,5 Stunden, wie gesagt, einen kleinen Refresh machen. Aber preislich ist er auch nicht so hoch, ja. Selbst dass er jetzt nicht mehr, selbst wo jetzt die Produktion eingestellt wurde, erhaltet ihr ihn, glaube ich, so um die 50 Euro. Ja, könnt ihr bezahlen für 100 Milliliter. Ist ein guter Duft von Michael Kors. Definitiv echt schade, dass die den eingestellt haben. Ja, For Men, definitiv. Die Ingredienzen sind hier wirklich sehr toll. Bergamott ist drin, Tabak ist drin, Pflaume ist drin, Weihrauch ist drin. Also eine gute Kombi aus guten Noten, ja, finde ich. Und er gibt alles in einem wirklich tollen, würzigen, süßen Duft, definitiv. Ja, sagt ihr mir Bescheid, was ihr davon haltet. Also das wollte ich euch auf jeden Fall noch auf den Weg mitgeben. Michael Kors, vielleicht kennt ihr ihn schon, vielleicht auch nicht. Und dann solltet ihr mal schauen, ob ihr da vielleicht irgendwo an eine Abfüllung kommt oder so. Denn 50 Euro ist auch nicht wenig, ja, wenn ihr dann Blind Buy tätigt und er euch nicht zustimmt. Allerdings tippe ich schon, dass der euch gefallen wird, weil der hat eine Kombi aus allem und es ist ein angenehm zu tragender Duft, definitiv ein guter Alltagsduft. Für den Winter und den Herbst ist er am besten geeignet, vielleicht auch noch in Frühlingszeit, ja, aber Sommer sogar könnt ihr den tragen, in warmen Tagen. Wie gesagt, der ist ein Allrounder, jederzeit einsetzbar. Michael Kors For Men, die 2014er Version. Leute, das war's von mir. Gebt ihr mir Bescheid, was ihr davon haltet. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich sag schon mal, ciao, Belli.